Moin Moin YouTube und herzlich willkommen zu einem neuen Kanal-Update. Und ich weiß nicht, ob ich jetzt lachen oder heulen soll momentan. Bei mir läuft gerade alles drunter und drüber. Ursprünglich hatte ich eine Menge vor anzukündigen in den Videos, werde ich trotzdem machen. Voller Enthusiasmus vor allem, weil wir haben ja endlich eine neue Banlist gehabt letzte Woche. Und ich hatte halt ja auch gesagt, für mich persönlich letzte Woche, ich mache einfach gar kein Video, außer das Montags-Opening. Dann kam halt die Banlist noch, dann gab es noch das Banlist-Video. Da dachte ich mir, okay, cool, dann können wir diese Woche jetzt voll durchstarten und können auch endlich mit Sören planen, wann wir die Duellserie machen. Und da haben wir jetzt darauf gar nicht, dass wir es das die Woche nach der YCS machen und dass ich auch noch mit Daniel in dem Wochenende auch noch auf die Neumünster-Regio gehe, dass wir da halt auch mit teilnehmen. Also wir machen noch ein Kanal-Update nächste Woche. Und war alles super, super knackig, alles super schön, super, super geil, haben wir alles aufgenommen, was wir auch alles für diese Woche eigentlich schon so haben wollten. Ich wollte dann Sonntags-Locals aufnehmen, als ich dann zurückkam am Montag von den Locals und boing, ist bei mir alles im Eimer. Einmal haben wir hier meine Karte, die, ich glaube, das könnt ihr vielleicht sehen, wenn die Kamera fokussiert. Ich glaube, das kann sie nicht fokussieren, weil das zu nah ist. Die ist mir rausgebrochen beim Rausnehmen aus der Kamera einfach. Sie ist jetzt physisch etwas kaputt, aber sie funktioniert noch mit ihren Daten und so. Das funktioniert halt im normalen Kartenlesegerät, außer in meiner eigenen Kamera. Dort passt sie nicht mehr rein. Es sei denn, ich mache das irgendwas mit Tape drumherum oder so, weil da irgendwelche komische Spezialmechanismus drin ist, um das Ding halt irgendwie da reinzubekommen. Ansonsten lässt er sie nicht rein. Ist ja alles kein Problem, ist nicht so schlimm. Auch wenn die Memory Card erst 4 Monate alt ist und ich eigentlich sowieso nochmal wegen Garantie danach fragen will, weil das kann nicht sein, dass nach 4 Monaten sich einfach in ihre Kleinteile zerbröselt, weil das mich bisher nicht hatte. Nein, das andere Problem ist das Missstück. Selbst wenn ich die da reinbekomme, es bringt mir nichts, weil diese Kamera auf einmal gesagt hat, nach 23 Monaten, hey, ich erkenne keine SD-Karten mehr an. Und ja, was bringt mir dann noch eine Kamera, die nichts aufnehmen kann? Also einfach alles im Eimer. Und dann habe ich mir gesagt, ja, scheiße, ja, gut. Jetzt ist alles quasi erstmal in der Luft, weil ich kann nichts aufnehmen. Ich nehme jetzt dieses Video mit meinem Handy auf. Einfach umgedreht jetzt hier, einfach angemacht. Ich habe jetzt auch das Opening für nächste Woche und auch die Sonntagslocals jetzt auch mit dem Handy aufgenommen. Ich habe glücklicherweise noch dieses Adapterteil gefunden, was ich ursprünglich damals für mein HTC geholt hatte, 2013. Das funktioniert hiermit noch und das kann man auch direkt auf das Stativ raufschrauben. Das wusste ich gar nicht vorher, dass auf das Stativding von meinem Stativ, dass das da drauf passt. Deswegen kann ich wenigstens das noch machen. Die Qualität ist halt nicht die gleiche, es ist halt ein bisschen anders. Ihr seht auch wahrscheinlich, dass es das hier so ein bisschen verschwommener ist als normalerweise. Und ich werde jetzt gucken, müssen diesen beiden noch unter Garantie theoretisch, praktisch, müssen wir mal schauen. Es ist schön und gut, wenn die Garantie haben, aber so wie die meisten das da drunter schreiben, es hilft mir einfach nicht, weil ich brauche das Equipment jetzt. Ich habe es letzte Woche überhaupt nicht benutzt eigentlich, ich habe es nur diese Woche anfangen wieder zu benutzen zu wollen und es fällt alles wieder auseinander. Das ist so wie halt vor 4 Monaten, wo mir die Speicherkarte kaputt ging und wie vor einem Jahr, wo mir der Rechner kaputt ging. Und wenn mir sowas wieder kaputt geht, dann denke ich wieder an letztes Jahr, wo ich 2 Monate gebraucht habe, bis ich alle Teile wieder zurückbekommen habe für den Rechner. Ich habe 2 Monate lang halt auf meinem Laptop gearbeitet, der ja dann auch im Mai diesen Jahres kaputt gegangen ist, weil ich ja letztes Jahr alles auf den Notebook rendern musste. Und mir einfach jetzt das ganze Equipment quasi in den Eimer geht, was ich halt ganz extrem demotivierend empfinde, weil ich habe so Bock. Ich habe jetzt auch sogar am Wochenende hatte ich ja schon einen Stream gemacht. Ich wollte es oder werde jetzt auch noch mal am Donnerstag noch mal einen Stream machen als Vorbereitung für die YCS. Ich will das alles ein bisschen mehr machen. Ich habe super viel Karten sortiert. Ich will allgemein Ordnung reinbekommen und dann kriegt man halt sowas in die Fresse, dass es halt so. Und ich weiß jetzt halt nicht, was wir mit der Duellserie machen, weil ich werde das nicht auf dem Handy aufnehmen. Das könnt ihr vergessen. Also die Qualität ist einfach nicht gegeben und ich muss dann dauernd Start-Stopp machen und den ganzen Kram. Diese Duelle sind meistens halt irgendwie, jedes Duell ist irgendwie eine Stunde oder so, weil wir lassen uns extrem viel Zeit, damit wir halt möglichst das optimalste Play finden oder halt nicht so viele Fehler machen. Und das kann ich einfach damit nicht machen lassen. Vor allem, weil ich dann wahrscheinlich auch wieder den Sensor grill, wie ich das damals beim HTC gemacht habe, was mir halt total auf die Eier geht. Und ja, daher müssen wir schauen, wie das jetzt die nächsten Tage hier losgeht wieder. Ich habe so Bock eigentlich, das ist so viel neuer Kram raus. Ich habe so viele Decks, die ich ausprobieren will. Ich hatte super, super Locals gehabt am Montag. Ihr werdet das am Sonntag sehen. Wir müssen dann schauen, wie wir jetzt weitergehen. Auf jeden Fall ist jetzt dieses Wochenende erstmal die YCS Utrecht in den Niederlanden. Ich werde dazu zusammen mit Daniel und Sören am Start sein, falls ihr uns treffen wollt, mal Unterzeichnungen haben wollt oder sonst irgendwas. Sind wir da am Start, könnt uns gerne Hallo sagen. Mal gucken, wie es bei uns spielerisch läuft. Diesmal ist es ein sehr offenes Format, was gerade brandneu ist. Das ist ziemlich cool, da können wir mal schauen. Ob man vielleicht auch erfolgreich ist, mal einfach mit einem seiner Decks, den man mag. Ihr habt ja schon gesehen, was ich spielen werde. Das habe ich ja schon im Stream vorgestellt. Und das Deck werde ich dann noch verfeinern bis zum
bis zum Turnier und wir werden dann hoffentlich versuchen, Freitag rechtzeitig anzukommen, damit wir die Goodies abholen können. Wir haben Bock auf den Würfel, wir haben Bock auf die ganzen Mattenkram und dass wir dann halt Samstag entspannt dorthin gehen können und dann halt mit teilnehmen können. Ja, das ist so das, was ich habe. Theoretisch hätte ich jetzt halt für nächste Woche halt auch noch einige andere Sachen geplant, gemacht, getan. Schon eigentlich wäre ich jetzt schon, jetzt wo ich das Video aufnehme, eigentlich hätte dieses Video schon am Dienstag kommen sollen, jetzt kommt es am Freitag. Ich habe das jetzt rumgeswappt, weil ich einfach zeittechnisch einfach so voll bin, dass ich halt, ich muss gleich auch wieder eine halbe Stunde los, weil ich muss ja, meine Kamera halt noch einsenden, ich muss noch zum Flughafen, so viel Kram halt und ich muss mal schauen, wie das dann die nächsten Tage läuft. Ich gebe euch Feedback beim nächsten Kanal-Update, der wahrscheinlich dann auch nochmal eine Woche sein wird, wo was damit eigentlich auch ist. Ich habe auch eigentlich noch theoretisch eine Patreon-Sache, die ich hier einzulösen habe, aber das Ding ist noch nicht angekommen. Spaß halt. Deswegen sage ich, ich weiß nicht momentan, ob ich mich freuen oder nicht freuen sollte. Ich bin eher so auf der Seite des Nicht-Freuens. Ist nicht gerade nicht so prickelnd, was das angeht. Falls ihr euch selbst mal was Gutes tun wollt oder falls ihr euch mal freuen möchtet, selbst dann nutzt doch gerne meinen RandomBrain-15-Code, wenn ihr euch eine Playmat kaufen wollt bei Custom Playmat, weil das ist mit das einzige Gute, was ich euch momentan mitgeben kann, außer halt die ganze Zeit nur halt irgendwie, ja, demotiviert zu sein, weil man halt dann dauernd sein Equipment verliert seit einem Jahr, was halt einem richtig auf die Eier geht und halt, ja, den kreativen Flow nicht wirklich weiterhilft. Vor allem, ich habe so ein paar coole Ideen, die ich noch machen will. Ich will auch die Tutorials endlich machen. Gib mir einfach mehr Zeit. Naja, wir schauen mal, wie das jetzt läuft die nächsten Tage. Das war's dann hier von mir. Ich hoffe, wir sehen uns dann in Utrecht oder halt bei einem der nächsten Videos. Deswegen haben wir das jetzt geswitcht. Heute ist halt dieses Video und dann deswegen das Donnerstags-Opening war ja noch bei Sören aufgenommen. Da hat das noch funktioniert mit der Kamera. Und der Rest wird jetzt halt mit Handy sein. Ich wundere, dass die Qualität so ein bisschen weird ist. Ich muss jetzt halt doppelt konvertieren. Ich muss das hier konvertieren, dann nochmal auf eine glatte Framerate konvertieren, weil Handys immer mit einer flexiblen arbeiten. Das funktioniert nicht halt mit Premiere Pro und allgemein mit Bearbeitungssoftware. Und dann muss ich das nochmal konvertieren und nochmal bearbeiten. Und ihr kennt den Drill. Das war's dann hier von mir und ich hoffe, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Tschüssi. Yeah,